Erde über unterschiedliche Epochen oder Momente in der Geschichte reden, also jetzt nicht nur über die 30er bzw. 40er Jahre, sondern also eigentlich muss man im 19. Jahrhundert beginnen, vielleicht zuerst auch, klar, die Technische Universität ist vor etwa 150 Jahren errichtet worden, also der Neureuther Bau, der im Prinzip hier, also in dieser Achse, gestanden ist, von dem hier so zwei sehr, sehr kleine Zwischenabschnitte noch zu sehen sind. Also mehr ist ja nicht erhalten. Und damals, ich glaube, fünf unterschiedliche Fakultäten oder damals Abteilungen, darunter eben Architektur, zuerst relativ unbedeutend, aber dann, als der Friedrich von Thiersch in den 1880er Jahren hier berufen wurde, ein prominenter Architekt damals, also auch derjenige, der einen Wettbewerb für den Berliner Reichstag gewonnen hat, zwar nicht gebaut, aber hier bekannt für sein Justizpalastgebäude am Stachus, kennen Sie sicherlich, und auch hier einen Erweiterungsbau damals errichtet hat. Genau, ein Architekt, der, sage ich mal, mehr oder weniger historistisch gebaut hat. Interessant, sage ich mal, für unseren Kontext wird es in den 20er Jahren mit der Berufung von German Bestelmeier, ein konservativer Architekt, damals auch sehr prominenter Architekt, der 1922 an die Technische Hochschule damals gekommen ist und unter anderem, weil es ihm auch versprochen wurde, dass er auch mit weiteren Erweiterungsbauten betraut wird. Genau, das sind praktisch die beiden Bauten, die gelb verputzten, die hier zu sehen sind. Also hier sieht man praktisch diese historische Rekonstruktion mit den beiden Bauten, also die sozusagen mit so einer symmetrischen Anlage errichtet worden sind und für welche auch teilweise die Eckrisalite, glaube ich, von dem Neureuther damals auch abgetragen wurden. Ich glaube, interessant ist natürlich eher insofern, dass es natürlich ein doch relativ konservativer Architekt gewesen ist, also der sich zu den sogenannten traditionsgebundenen Bauten bekannt hat. Und wenn Sie sich sozusagen die Zeit, die 20er Jahre in Erinnerung rufen und sich diese Bauten anschauen, ist das eigentlich genau derselbe Zeitpunkt, in dem in Dessau das Bauhaus errichtet wurde. Ich habe hier einfach nur, um sozusagen diesen Kontrast zu sehen, also Sie können sich vorstellen, sagen mehr oder weniger im selben Jahr, in dem diese Erweiterungsbauten für die Universität hier entstanden, entstand diese Schule hier, die in einer ganz anderen Sprache errichtet wurde und gegen die sich natürlich auch German Bestelmeier extrem stark mit seiner Gesinnung, sage ich mal, auch bekämpfte. Also der war zum Beispiel auch ein der Mitbegründer der Vereinigung der Block, also die sich praktisch als so ein Gegenpart zu dem Ring, dem Walter Gropius, Erich Mendelssohn etc. angehört haben, begründet haben und wo es eben darum ging, dieses traditionsgebundene Bauen zu bestimmen. Der war auch, jetzt muss ich mal kurz schauen, ich glaube Ende 20er Jahren auch bei dem antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur dabei und 1933 ist er auch Mitglied der NSDAP geworden an der Hochschule und hat sich auch hochschulpolitisch auch sag ich mal, in den Sachen des Nationalsozialismus ziemlich engagiert, hat auch sagen, unter anderem für die Berufung des Antisemiten und Rassisten Alexander von Senger, also auch eine ganz merkwürdige Figur, den lasse ich jetzt einfach aus aufgrund der Zeit, für seine Berufung sich eingesetzt und auch natürlich sich sehr stark gegen die Position der modernen Architekten, wie zum Beispiel Robert Vorhölzer, ausgesprochen.
Und vielleicht eben nochmal zurück zu diesen Bauten, also die ja immer mal wieder sozusagen als NS-Bauten eben bei Architekten, Studentinnen bezeichnet werden, sozusagen im Jargon. So die Bestelmeier-Bauten, inwiefern wir hier von, also Stefan Drübe hat es ja vorhin schon gesagt, also wir sprechen nicht von der rechten Architektur, wir sprechen von rechten Räumen. Ich glaube, das ist sozusagen eine ganz, ganz wichtige, essentielle Aussage, aber wir haben natürlich auch sag ich mal, bestimmte Momente, bestimmte Tendenzen, die darauf hinweisen, dass dieser Bau in seiner Zeit auch eine bestimmte Aussage machte. Und hier, wenn man sich praktisch bedenkt, also in sozusagen welche Architekturkrise, Architektur steckt natürlich immer in einer Krise, das ist bekannterweise der Fall. Aber wenn man an die Architekturkrise des 19. Jahrhunderts denkt, ist das die Krise natürlich des Stils gewesen. Also Sie kennen wahrscheinlich den Begriff Historismus, also das historistische Bauen. Im 19. Jahrhundert fangen die Architekturschaffenden an in unterschiedlichen Neostils, also Neogotik, Neorenaissance. Eben also der Bau von Neureuther war ein Neorenaissance-Bau. Es gibt Maximilian-Stil in München, sozusagen so. Also all diese Versuche, wo man einfach merkt, dass es ist zwar eine neue Gesellschaft im Entstehen, die städtische bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert, gleichzeitig hat diese Gesellschaft nicht oder verfügte diese Gesellschaft nicht über einen entsprechenden architektonischen, baulichen Ausdruck, so dass dann die Frage sich immer wieder stellte, okay, also welcher ist das denn? Und wenn man natürlich an die Begründung von Nationalstaaten denkt und sozusagen diese Erfindung des Nationalen, die Erfindung des Heimatlichen im ausgehenden 19. Jahrhundert, war es natürlich auch ein wichtiges Thema in der Architektur, auch damals ein progressives Thema, muss man sagen. Also, was in der sogenannten Reformarchitektur zum Beispiel thematisiert wurde, die eben versucht haben, sich von dem Historismus, also Historismus eines Tirsch oder eben Neureuther, abzugrenzen und eine andere, sozusagen typische, traditionsgebundene oder nationale Sprache zu finden. Und damit verbunden natürlich auch solche Momente wie eben traditionelle Bauweisen, also dass man irgendwie bestimmte Baumaterialien bevorzugt, eben wie Holz oder wie Naturstein, also wie hier zum Beispiel bei dem Bestelmeierbau der Sockel, oder dass auch sozusagen bestimmte typische Elemente auch hinzugefügt werden. Und hier natürlich, das sind die Bauten, also man kann darüber streiten, inwiefern diese Bauten als protofaschistische Bauten gelten können. Aber was man natürlich merkt, das ist schon so ein ziemlich interessanter Umgang. Also wir sehen sozusagen an den beiden Ecken diese Einsprengsel von dem Neureuther. Also dass hier einerseits die Ergänzungsbauten von Bestelmeier diese historischen Elemente aufnehmen, wie zum Beispiel den Sockelbereich oder eben diesen klassischen Palazzo-Aufbau, sozusagen das Dreiteilige und so weiter. Gleichzeitig aber versuchen, sich sagen, von ganz klar historisierenden Elementen auch zu emanzipieren. Ne? Also wir haben bei Neureuther eben diese Rustika, ne? Also sozusagen so eine Verblendung mit den mit so Quadern, die sozusagen darauf auf, soll ich sagen, also diesen Aufbau symbolisieren. Und bei dem Bestelmeier hat man das in einer viel, sage ich mal, einfacheren, viel massiveren Form zu sehen. Jetzt habe ich mir auch sogar notiert, Moment, wie hieß das nochmal? Nagelfluh. Und zwar Nagelfluh, das ist so ein Gesteinkonglomerat, was auch aus der Nähe von Rosenheim kommt. Also sozusagen auch so ein heimatlicher Gestein, mit dem auch in München so einiges um die Jahrhundertwende auch gebaut wurde. Also den hat der Bestelmeier auch für die Erweiterung von LMU in der Amalienstraße, glaube ich,
können Sie ja die eine Fassade sehen, auch verwendet. Und genau, also sozusagen so ein grober Gestein mit einer sehr starken, spürbaren Haptik, mit der Materialität. Und gleichzeitig, also auch wenn es hier sozusagen die Aussage dieses Baus ist, traditionsverbunden oder im Sinne sozusagen der traditionsverbundenen Heimat, verbundenen Erneuerung, heißt es natürlich nicht, dass es hier so wie, weiß ich nicht, 1400, 1500 gebaut wurde. Also natürlich ist dieser Bau, ich habe da glaube ich auch so ein Philipp aus der Bauzeit. Ja genau, also hier sieht man so ein Foto aus der Bauzeit, also mit dem zwar massiven Sockel, aber natürlich mit Kunstbausteinen. Also sozusagen dieser Sockel ist natürlich auch nur eine Verblendung. Also es tut so, als ob. Und im Inneren war das ein Skelettbau mit den Rippenbetondecken, also so relativ modern, sage ich mal, hergestellt. Auch hier sieht man natürlich, dass diese Auseinandersetzung mit der Heimat und der Tradition gleichzeitig ein absolut modernes Thema gewesen ist. Oder ich denke mal auch die heutige Auseinandersetzung, die in diese Richtung hinzielen, natürlich auch absolut modern und zeitgenössisch sind. So die offenen Fragen, die ich mir einfach notiert habe und die ich einfach extrem interessant finde. Inwiefern ist die sogenannte traditionsgebundene Architektur reaktionär oder inwiefern ist diese Architektur als protofaschistisch zu verstehen? Fragezeichen. Also inwiefern gibt es da die Verbindungen, die eigentlich von diesen progressiven Gedanken einer erneuerten bürgerlichen Gesellschaft zu einer nationalsozialistischen Gesinnung führen? Und die zweite Frage, zu der ich jetzt noch bei dem Bau noch schnell zukommen wollte, welche Verbindung und ob es eine Verbindung zwischen der sogenannten traditionellen Architekturform und der sogenannten modernen Architekturformen besteht, weil auch sagen, diese Zuschreibungen gibt es ja immer wieder, also sagen, bestimmte Formen, die als demokratisch gelten, bestimmte Formen, die als antidemokratisch oder faschistisch gelten. So ganz einfach ist diese Debatte natürlich auch nicht, wie Sie auch sowieso alle wissen. Alle wissen natürlich, dass München jetzt nicht unbedingt eine Hochburg der klassischen Moderne gewesen ist oder insgesamt sich doch sehr mit, sag ich mal, durch seine traditionelle Gesinnung auszeichnete. Und das war ja auch nicht nur heute, sondern auch vor 100 Jahren genauso der Fall. Und eben gab es hier im Unterschied zu Berlin oder Frankfurt eben Mitte, Ende 20er Jahren eigentlich kaum Beispiele von modernen Architekturen. Die einzige Ausnahme war eben Robert Vorhoelzer, der durch seine Postbauten vor allem bekannt geworden ist. Also der eine am Goetheplatz, ich glaube, da hatte ich ja auch was aus. Nee, genau, also das ist so natürlich der bekannteste Bau. Also es gibt noch in der Fraunhofer Straße, also sagen mehrere Postbauten, die eben auch eine ganz andere Architektursprache sprechen und der 1930 tatsächlich auch an die Technische Hochschule berufen wurde, sozusagen in Opposition zu Bestelmeier. Es war ganz klar, also, dass die absolut verfeindet gewesen sein mussten und 33, also nur 3 Jahre später, wurde er nicht entlassen tatsächlich. Also der wurde erstmal freigestellt, wobei ich nachgeschaut habe, also anscheinend durfte auch sein Gehalt im Prinzip behalten. Also erstmal, er war auch, sozusagen hatte auch relativ gute Netzwerke zu unterschiedlichen Politikerinnen und hat tatsächlich sozusagen gegen seine Entlassung bzw. Pensionierung ziemlich gekämpft. Ich habe hier, also wurde im Prinzip, also ich habe hier so ein Zitat eben von Bestelmeier, der sagte, also dass er sich seit eben seinen früheren Bauten, die viel mehr noch in diesem traditionellen Eindruck gegeben haben, doch sehr entfernt hätte und seitdem habe er sich aber ganz dem intellektuellen Baustil verschrieben und man müsse allerdings zugeben, dass eine hypermoderne Richtung, die sich zum Teil dem Bolschewismus nähere, nicht gerade im Interesse der Münchner Kunst läge. Also sozusagen
hier sieht man diese Zuschreibung dieser modernen Architekturform, mit der Vorhölzer umgegangen ist und eben mit der bestimmten politischen Gesinnung. Wobei er sich natürlich auch verteidigt hat, und zwar, was ich gefunden habe an den Zitaten, sagte Vorhölzer, dem ging es überhaupt nicht um das Politische, ihm ging eigentlich nur um die Ehre und die Sauberkeit. Und er könne eigentlich viele Briefe nationalsozialistischer Studenten zeigen, die für ihn eintreten. Und er sei doch eben in seinem Inneren immer schon Nationalsozialist gewesen, wenn er sich auch nicht als Mitglied einschreiben lassen, also Mitglied der Partei. Und so ging das immer weiter. Noch 1934 schreibt er eben an den Rektor der Hochschule, dass es doch eigentlich noch gar nicht beschlossen sei, welcher Stil oder welcher Baustil in dem Sinne der Nationalsozialismus überhaupt entsprechen würde. Und er sagt, über das Bauen im heutigen Sinn kann eine eindeutige Stellungnahme nur schwer herbeigeführt werden, aber unser aller ehrliches Streben muss es sein, die Form für das große nationalsozialistische Geschehen zu finden. Es ist ihm damit trotzdem nicht gelungen, an der Hochschule zu bleiben. Schlussendlich ist er 1937 nach Istanbul gegangen. Dort wurde interessanterweise 1941 wieder ausgewiesen mit dem Verdacht einer Spionage. Also darüber weiß ich jetzt nicht. Dann müsste man wahrscheinlich in die Archive gehen, inwiefern das auch stimmt, war dann als Architekt im NS-Luftwaffe, glaube ich, tätig und durfte dann 1946 wieder an die Hochschule und relativ schnell dann auch mit dem Wiederaufbau, also der Neureuther-Bau war so gut wie zerstört. Ich glaube, die Bestelmeyer-Bauten waren nicht so stark betroffen, also errichtete er praktisch die Neubauten für die neu eröffnete Hochschule, die allerdings auch etwas besser aussahen als heute. Ah ja, hier vielleicht kannst du das so vorzeigen. Genau, also dieser obere Aufbau, also das war ja ursprünglich ein zweigeschossiges Gebäude und eben das fünfgeschossige. Und man muss noch sagen, dass hier eigentlich dieser ehemalige Vorhof, den Bestelmeyer damals noch verlassen hat, auch zugebaut wurde, weil man davon ausging, dass die alte Pinakothek sowieso abgerissen wird. Also das war noch bis 54 eigentlich oder bis 53 noch gar nicht klar, dass die wieder aufgebaut wird. Diese Geschichte erspare ich jetzt euch, weil es geht einfach zu weit und zu lang. Und ich glaube, die süddeutsche Bautradition erspare ich auch für das nächste Mal. Da gibt es auch noch so einiges zu sagen. Also vielleicht nur ein kurzer Hinweis. Also es gab 1985 eine Ausstellung an der Akademie der Bayerischen Künste, wo, glaube ich, dann Winfried Nerdinger jetzt der Präsident ist, genau, die er auch damals gemacht hat, zu der sogenannten süddeutschen Bautradition, wo eben die Architekten, die eben wie Roderich Fick, also sie erinnern sich an dieses deutsche Ärztehaus, was er gebaut hat und was durchaus auch an diese Architektursprache des Bürgertums versucht anzuschließen und genau natürlich auch deswegen sozusagen das traditionsgebundene, das deutsche Bürgertum, auch deswegen natürlich reagierte Hitler und seine Genossen so positiv auf diese Architektursprache, also der und die anderen, all dieser Leute werden Ende der 40er Jahre in die Akademie der Künste aufgenommen, auch obwohl zum Beispiel Roderich Fick, der hier zeitlang eine Professur hatte, Lehrverbot erteilt wurde. Ich glaube, der durfte auch keine öffentlichen Bauten erstellen, aber nichtsdestotrotz wurde er Mitglied in der Akademie. Also doch diese komplizierten, wie soll ich sagen, die komplizierten Lebensläufe und die Bauten, wurden in der Ausstellung im Katalog präsentiert und man merkt einfach auch diese ganze Schwierigkeit, wie man mit diesem Erbe, mit diesen Themen und mit Biografien umgeht an den Katalogtexten, die extrem stark sich für das gute Handwerk dieser Bauten stark machen, sozusagen. Also man soll doch nicht auf die Gesinnung schauen, sondern man soll doch auf die Architektur, auf das Material und darauf schauen, wie gut doch die Architekten sich mit all dem Baulichen auseinandergesetzt haben. Also wo wieder natürlich damals versucht wurde, also
das Politische, sozusagen die politischen Voraussetzungen der Architektur von den baulichen Substanz zu trennen und das eine einfach eben autonom von dem anderen zu betrachten. Und das finde ich sehr, sehr interessantes, sagen wir auch inzwischen ein Zeitzeugnis natürlich, also einfach die Texte aus diesem Katalog. Und vielleicht noch zuletzt, also was mich, wie soll ich sagen, ein bisschen gewundert hat, also vor 3 Jahren, 2018, gab es hier so ein Jubiläumsjahr der TU München, 150 Jahre. Es gab wahnsinnig viele Veranstaltungen und unter anderem gab es eine Opernaufführung, die praktisch im Auftrag der TU München mehr oder weniger aufgeführt wurde, für die auch das gesamte Opernhaus nur für die Mitglieder, Mitgliederinnen der TU München sozusagen gemietet wurde, ich weiß nicht, wie man das sagt, und zwar, das war die Meistersinger von Nürnberg, von Richard Wagner, wo es natürlich um das deutsche Handwerk geht und sozusagen die deutsche Handwerkskunst. Ich habe hier, also ich habe gestern noch nachgeschaut, genau, also die Ankündigung auf der Homepage der TU München 2018 sagt, 150 Jahre später ist Wagners Oper also das ideale Werk für eine musikalische Jubiläumsfeier der Mitglieder und Freunde der TUM. Und dann, die kurz vor dem ersten Takt erfahren, dass die TUM bei einer neuen Runde der Exzellenzinitiative mit 4 Forschungsclustern erfolgreich ist. Eine Nachricht, die den Abend perfekt macht, der mit der Unterstützung der Linde AG ermöglicht wurde. Also in meiner Meinung nach ein durchaus, sage ich mal, mehrdeutige Message, die hier sozusagen mitgeführt wird und bei der die Technische Universität München sozusagen auf das gute Handwerk und auf die gute Technik, sage ich mal, sich fokussiert. Wobei man natürlich weiß, also dass gerade die Meistersinger von Nürnberg durchaus auch in der Nationalsozialismuszeit eben mit dem Besingen der deutschen Kunst und des deutschen Handwerks natürlich auch besonders erfolgreich waren. Und damit ende ich. Vielen Dank.